Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode bzw. der letzten Reiseepisode hier auf Sardinien. Heute werden wir nochmal unsere kompletten Top-Tipps für euch zusammenfassen, unsere ganzen Reisetipps, unsere Know-hows und was wir hier auf Sardinien gelernt haben. Also bis gleich und bis später nach dem Intro. Ciao. So, meine Lieben, Ritual muss sein. Ich habe mir so ein Bierchen gegönnt. Stella, noch einen kleinen Prosecco. Und wir fassen euch jetzt mal einen kleinen Prosecco vor allem. Ich so ein Mini 0,3er Bier, Stella so eine Riesenflasche. Problem ist, der hat einen Korken. Da kann man gar nicht loslegen. Keine Sorge, Leute, ich habe noch mehr im Petto. Auf jeden Fall wollten wir euch heute unsere kompletten Reisetipps zusammenfassen. Und wir dachten uns so, komm, da ist doch mal eine ganz angenehme Location hier an dem alten Fiat 500, der gerade hier neben unserer Unterkunft ist. Und ich muss sagen, das war einer der spontansten Trips ever. Wir haben das Ganze innerhalb von einer Stunde geplant. Deswegen vielen lieben Dank auch an eure Tipps, die ihr uns übermittelt habt via Kommentare. Echt liebes, großes Dankeschön. Ohne euch hätten wir das Ganze, glaube ich, gar nicht mal so geschafft. Aber uns hat Sardinien echt total verzaubert. Ja, die Landschaft war unser absolutes Highlight. Wir waren ja an dieser wunderschönen kleinen Bucht Cala Martinella. Wow, die war ja auch überhaupt nicht überlaufen. Und das Wasser war kristallklar, türkis, traumhaft. Der Weg dahin war auch ein bisschen kurvig, aber eigentlich ist die Landschaft so traumhaft, dass selbst die Autofahrten wunderschön sind, egal wie lange die dauern. Und also die Landschaft war unser absolutes Highlight und wir haben beide gesagt, das Wasser ist so karibisch, das haben wir in Europa noch nicht gesehen. Nee, ich muss sagen, vom Wasser her hat mich Sardinien total im Mittelmeer verzaubert. Also es gibt keine Insel, die näher dran kommt an Sardinien. Ich muss sagen, ich war auch noch nicht auf Korsika oder wir waren noch nicht auf Korsika, aber Sardinien ist bisher unser absolutes Highlight, was das Wasser angeht. Es ist traumhaft karibisch, blau und türkis. Was uns allerdings nicht verzaubert hat, sind die Preise. Man muss sagen, Sardinien, da muss ich mal kurz meine Brille aufsetzen. Sardinien ist unfassbar teuer gewesen. Also wir haben vorher ja Fuerteventura gebucht und da hat der Mietwagen zum Vergleich 115 Euro für eine Woche gekostet. Hier auf Sardinien waren es 680 Euro. Ja, das hatten ein paar von euch aber schon gesagt, die haben uns, während wir am Flughafen waren, vorgewarnt. Klar, wir konnten jetzt auch nicht super viel planen, es war total spontan. Vielleicht hätten wir noch das eine oder andere Schnäppchen gefunden, aber wir waren wirklich geschockt und teilweise auch, was man dafür gekriegt hat. Wir sind jetzt kein... Ja, das Ding ist, das war ja schon ein Schnäppchen, der Mietwagen. Das war der günstigste Mietwagen, den ich finden konnte. Und wir haben zwar noch ein Upgrade gekriegt, das heißt, wir haben so einen größeren El Salvatore bekommen, aber trotzdem, also echt heftig. Ja, und wir haben ja gesehen trotzdem, dass es preislich, die Unterkunft, die zweite, war ja unser absoluter Favorit, die hat 90 Euro die Nacht gekostet. Das ging ja preislich und das war wirklich wunderschön. Der Garten war traumhaft, die Zimmer waren sauber, man hatte eine große Terrasse, ein modernes Bad. Also das, deshalb weiß ich nicht, ob es vielleicht ist, wenn man sehr viel recherchiert, obwohl einige von euch, die hier waren, schon gesagt haben, ja, das Problem hatten wir auch. Nee, also ich muss sagen, von den Unterkünften ist es echt auch preislich super teuer. Ja. Wir haben eine Airbnb gefunden, die verlinken wir euch in der Infobox. Genau. Die war echt wunderschön. Wir hatten einen tollen Garten, wunderschöne Terrasse mit einem tollen Ausblick auf ganz Cagliari. Also falls ihr mal in den Süden fliegen solltet, können wir euch die auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten haben wir leider keine Hotelempfehlung für euch, vielleicht beim nächsten Mal. Diese Airbnb können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Die ist total persönlich. Nur 4 Zimmer. Morgens macht euch dann eine Dame da das Frühstück und man geht runter wie in so ein Wohnzimmer. Es ist wirklich, das ist total, also ich fand, das hatte voll Charme. Ich fand das auch wunderschön. Preislich war es auch ganz okay. Es lag ungefähr bei 90 Euro. Dennoch muss ich sagen, Sardiniens Preise sind, ich glaube, next level. Ciao! Wir sind absolute Pizza-Pasta-Lover. Also wir haben unser Favorite-Restaurant auch bei uns zu Hause und wir lieben es. Auch so unkompliziert. Und ja, wir haben uns das halt so vorgestellt, dass wir in ein Restaurant kommen, wo uns ganz einfaches Essen serviert wird, aber da mussten wir sogar auch erstmal suchen. Selbst wenn wir einfach nur eine Pasta bestellen wollten, gab es immer dazu so unnötige Sachen wie dann Pasta mit Hummer, Pasta mit Muscheln und wir dachten, wir brauchen einfach nur Pasta mit Tomatensauce und Basilikum. Genau, die ganze Essenssuche hat sich super schwierig gestaltet. Hätte ich niemals gedacht, dass es in Italien so ist, aber die versuchen alle so ein bisschen ein,
ein bisschen abgehobener zu wirken. Ja? Man kriegt dann so Nudeln serviert mit Hummer oder Garnelen. Mhm. Das Problem ist einfach, wir suchen nach guter Qualität immer für euch. Und man hat schon anhand der Garnelen gesehen, nee, das ist jetzt nichts Feines. Ich brauche einfach nur selbstgemachte Nudeln, eine selbstgemachte Soße und wir sind super glücklich. Und das haben wir tatsächlich gefunden in einem Restaurant in Cagliari. Das nannte sich Impasto. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr dort seid. Dort werden die Nudeln selbst gemacht. Die Pizza wird selbst gemacht und es gibt noch richtig geile Hackbällchen, die wir uns auch noch bestellt haben. Das war mein absolutes Highlight vom Essen her. Leider haben wir nicht so viele tolle Restaurants hier gefunden, aber falls ihr noch ein paar Restaurantempfehlungen habt, schreibt uns die gerne in die Kommentare. Mein absolutes Highlight war auf jeden Fall der Bootstrip. Ich weiß, Stella ist nie so der Fan davon, wenn wir so einen Bootstrip machen, weil sie ein bisschen seekrank ist. Aber diesmal haben wir das echt gut gemeistert. Ich wurde auch nicht so seekrank. Das Gute ist, dieses Mal musste ich die Seasick Pills gar nicht nehmen. Also häufig ist das eher auf großen Schiffen und auf so einem kleinen Boot war es wirklich gut. Man sagt ja immer, weil man näher zum Wasser ist. Und wenn es ein bisschen schaukelig wurde, bin ich einfach ins Wasser gejumpt. Und das Coole an diesem Bootstrip war, dass wir den kompletten Nationalpark an der Ostküste gesehen haben, den Golfo di Orosei. Und das war echt wunderschön. Wir hatten tolles, kristallklares Wasser, wie überall eigentlich auf Sardinien. Ja. Dann hatten wir einfach wunderschöne Klippen, Felsen und Berge gesehen. Eine traumhafte Landschaft. Ja. Ich glaube, sowas habe ich selten gesehen in Europa. Und deswegen war es auf jeden Fall eines meiner persönlichen Highlights. Und noch ein kleiner Tipp von uns, wenn ihr die Bootstour macht, deckt euch auf jeden Fall vorher im Supermarkt ein. Es gibt nämlich bei der Bootstour eine Kühlbox dazu und da haben wir uns einfach ein bisschen Baguette gekauft. Es gab sogar im Supermarkt frische Salate, Getränke, das haben wir dann alles eingepackt. Genau. Nicht zu vergessen, die Getränke. Ja. Auch der Kapitän dürfte sich ein Bier erlauben. Und wenn wir euch abschließend einen Tipp geben sollten, dann ist es einfach, dass hier einfach voll viele Leute mit dem Auto langfahren und uns nerven. Nein, Mückenstich juckt so sehr. Und wenn wir euch einen abschließenden Tipp für Sardinien geben sollten, dann ist es einfach, mietet euch einen Mietwagen, fahrt in den Norden, nach Palau zum Beispiel, klappert die Bucht Cala Martinella ab, quartiert euch dort in einer Airbnb ein, deckt euch ein, kocht für euch selbst oder vielleicht findet ihr sogar ein gutes Restaurant und es lohnt sich gar nicht, so weite Strecken zu fahren, weil ich muss sagen, Sardinien ist komplett umgeben von wunderschönen Buchten. Also diese ganzen Streckenfahrerei, 3 Stunden hin und her in den Süden und Osten, ja, in den Norden und Süden und Westen, bla bla bla, hin und her, das lohnt sich gar nicht, weil ihr an jedem Ort wunderschöne Buchten habt. Deswegen genießt einfach die Zeit in einer Airbnb, findet was Schönes und dann seid ihr gut bedient. Das Wichtigste ist, packt eure Taucherbrille und euren Schnorchel ein. Es lohnt sich definitiv. Ich, Horst, hab's vergessen. Das ist mir noch nie passiert. Aber ja, ich hab's auf der Bootstour vergessen, ich Idiot. Aber wie gesagt, quartiert euch einfach in einer wunderschönen Airbnb ein, vielleicht mit Frühstück und dann kocht ihr euch irgendwas oder fahrt in ein wunderschönes Restaurant. Diese große Rumgurkerei hat sich gar nicht so sehr gelohnt. Ich finde, Sardinien ist wirklich wunderschön. Erlebt Bella Italia und ich hoffe, euch haben die Videos gefallen. Ihr konntet so einen kleinen Eindruck gewinnen und vielleicht haben wir euch sogar Sardinien schmackhaft gemacht. Wenn ja, schreibt uns gerne auf Instagram eine Nachricht und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Reiseepisode. Wir wissen zwar noch nicht, wo es hingeht, aber bestimmt sehen wir uns demnächst. Also haut rein, bleibt gesund und bis demnächst. Ciao.